Geil, Mann! Oskar! Schweinsack! Das bin ich! Nein, geht gar nicht! Das war schon immer mein riesiger Traum. Was geht ab, Freunde des gepflegten Scheiterns auf YouTube? Ich hoffe, ihr seid keine YouTuber von den 8 YouTubern, die wir uns gleich reinziehen. Wenn doch, liebe Grüße gehen raus und alles Gute für die Zukunft. Wir ziehen uns ein Video von Wissenswert mal wieder rein. Und zwar über 8 YouTuber, die ihre YouTube-Karriere mit nur einem einzigen Video ruiniert haben. Ich habe auf dem Thumbnail schon ein paar Leute erkannt und wiedererkannt. Unter anderem auch eine Person, die aktuell ein bisschen Scheiße gebaut hat, würde ich mal sagen. Das wollte ich mir auf jeden Fall reinziehen, weil ich gerne wissen wollte, wer die restlichen Leute sind. Und was man machen muss, dass man auf YouTube seine Karriere komplett verscheißt. Ihr müsst wissen, das ist ja wie ein Job, den ihr euch aufbaut. In einem Job eine Position höher und höher und höher steigt und dann bringt ihr eine Sache und ihr verliert einfach voll die Position und verliert Einkommen, Geld und so weiter und so fort und müsst wieder von vorne anfangen. Kaum eine Plattform hat es so vielen Menschen ermöglicht, aus dem Nichts und quasi über Nacht berühmt zu werden wie YouTube. Allerdings gibt es auch kaum eine Plattform, auf der man aufgrund eines Fehlers in Sekunden alles verlieren kann. Oh, Digga, das ist doch mit allen Social Media Plattformen so, das ist doch mit TikTok das gleiche. Aber bei TikTok, glaube ich, da vergessen die Leute noch schneller. Auf YouTube vergessen die Leute schon nicht so schnell. Da ist TikTok, da sind die Leute am dümmsten, also was das angeht, so weißt du, das ist so schnelllebig, zack, zack, zack. In diesem Video präsentieren wir euch daher 8 berühmte YouTuber mit unzähligen Fans, die ihre Karriere mit nur einem Video komplett zerstörten. Wir zeigen euch dafür heftige Skandale von bekannten deutschen YouTubern, aber auch krasse Intrigen und Hinterhältigkeiten, die die internationale YouTube-Szene lange in Atem hielten. Es wird also extrem spannend, deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns doch mal in die Kommentare, was eurer Meinung nach der größte YouTube-Skandal aller Zeiten ist. Wir sind gespannt. Der größte YouTube-Skandal aller Zeiten? Fällt mir jetzt so spontan nichts ein, ehrlich gesagt. Also was ich eher krass fand, wo niemand so drüber redet, Alter, was ich wirklich eine richtige Schweinerei fand, vor allen Dingen von so Leuten, weil immer so, ja, TV ist ja so real und so weiter und so fort, was Steuerung F oder wer war das, die jetzt aufgedeckt haben, dass Joko und Klaas mit Duell um die Welt das komplett gefaked ist, aber das immer so darstellen, als wäre das so eine krasse Challenge und yo, so heftigen Shit, den wir machen und so weiter und so fort, aber ist das alles komplett gefaked? Das fand ich krass, Alter. Beginnen wir auf der Nummer 8 direkt mit einem YouTube. Wisst ihr gerade von Joko und Klaas, so Leute, wo man immer denkt, so ja, voll korrekt. Der lange Zeit ein extrem gefeierter Star war, sich mit seinem Content jedoch irgendwann zu weit aus dem Fenster lehnte. Der hat doch gar nichts gemacht. Und zwar Excel 95. Excel 95, der eigentlich Tobias Eckmeier heißt, ist ein mittlerweile 26-jähriger Livestreamer, der 2012 anfing, Videos zu veröffentlichen, in denen es vor allem um Essen, aber auch einfach nur um sein Leben ging. Excel war ein geiler Typ, oder ist ein geiler Typ, also der hat auch nie wirklich was wirklich Schlimmes jetzt gebracht, so skandalmäßig, Alter, er hat einmal eine Unterhose gezeigt, wo ein Bremsstreifen drin war, aber so what, also ist alle Menschen, ist nicht so schlimm. Traf er allerdings genau das Interesse vieler Fans und baute sich innerhalb kürzester Zeit eine Community von über 500.000 Followern auf, die regelmäßig seine Videos auf YouTube und seine Streams bei Twitch verfolgten. Irgendwann begann Excel 95 dann jedoch damit, ein neues Format in seine Kanäle zu integrieren, das ihm im Nachhinein zum unwiderruflichen Verhängnis wurde. Und zwar die sogenannten Drunken Streams. Der Inhalt der Drunken Streams war dabei so simpel wie ihr Name. Vor laufender Kamera ließ sich Excel 95 mit alkoholischen Getränken volllaufen und sprach dementsprechend noch ungehemmter über seine Meinungen zu allen möglichen Themen. Dies verstörte jedoch nicht nur einige Fans, schon die erste Drunken Session verstieß in vielerlei Hinsicht gegen die Community-Richtlinien von Twitch, weshalb es nicht lange dauerte, bis er von der Plattform gebannt wurde. Das gleiche traf dann kurz darauf auf, ja, gut, muss man sagen, selber schuld, auch auf seine YouTube-Kanäle zu, die innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Strikes erhielten und irgendwann sogar gelöscht wurden. Im Anschluss blieb jede Beschwerde von Excel 95 an YouTube erfolglos und die Plattform verbat ihm sogar offiziell, jemals in seinem Leben wieder einen Kanal zu eröffnen. Mittlerweile streamt Excel 95 zwar auf der chinesischen Plattform Trovo, seine Followerzahl ist jedoch von über 500.000 auf 7.000 zusammengeschrumpft. Als nächstes kommt... Das ist hart, Mann. Alter, das ist echt hart. Also, es ist bestimmt dumm, sich also so betrunkene Streams zu machen, ist wirklich dumm. Gerade wenn das so zu verherrlichen, das weiß man auch, dass das echt kritisch ist. Würde ich einfach nicht machen. Weißt du, du kannst auch, wenn du angestellt bist in einem Job, kannst du auch nicht alles Mögliche bringen und damit rechnen, dass du nie entlassen wirst, weißt du? Zu einem YouTuber, der sich ebenfalls innerhalb kürzester Zeit eine Community von knapp 300.000 Fans aufgebaut hat. Bei dem kommt nichts mehr. Kommt kein Content mehr, Gurkensohn. Ich fand eigentlich Gurkensohn oder finde ihn eigentlich echt unterhaltsam.
Der hat nochmal geschrieben, von knappem Jahr, ob wir mal gemeinsam ein Video drehen wollen, irgendwie so Wettessen-mäßig was. Ja, finde ich schade. Ich würde Feier gucken, so auf YouTube. Damals die ganz alten Videos, die waren noch witziger. Jedoch über Nacht alles verlor. Und zwar Gurkensohn. Bis zum 4. April 2021 war Gurkensohn ein beliebter YouTuber, der vor allem Videos über seine Autos, seine Essensgewohnheiten und seine Liebe zu Gurken veröffentlichte. Nach dem 4. April 2021 verschwand er jedoch nahezu spurlos aus der Öffentlichkeit. Doch was war passiert? Vor einiger Zeit drehte Gurkensohn ein Video mit Karin Ritter, also einem Familienmitglied der sagenumwobenen Ritter-Familie, die seit Jahren von SternTV dabei begleitet wird, wie sie trotz bitterer Armut versucht, durchs Leben zu kommen. Man muss auch dazu sagen, dass die halt krass rechtsradikal sind, also richtig krass und so weiter und so fort. Ja, schon so die eine oder andere Äußerung gebracht hat, wo man jetzt sagt, das muss man vielleicht nicht unterschreiben. Das per se fände ich aber jetzt nicht so verwerflich, dass man mit denen nichts, also dass man ihm das jetzt als heftigen Vorwand kann. Das geht gar nicht und so weiter und so weiter. Das war Unterhaltung und irgendwo sind das ja auch Menschen und auch wenn man den politisch vielleicht überhaupt nicht, ich kenne mich auch so krass mit dem aus beschäftigt, aber wirklich, was da jetzt kommt. Ich weiß, da mit diesem Dodo war da diese Geschichte, diesen Spendenstyp, das war halt echt Schmutz. Dieses Video versprach Gurkensohn seinen Zuschauern, dass er Karin Ritter Geld vorbeibringen möchte, damit sie und ihre Familie ein angenehmeres Leben führen können. Dieses Geld soll er laut Karin Ritter jedoch nie abgegeben haben. Du wolltest jede Woche hierher kommen und Geld bringen. Was hast du gemacht? Nichts. Bei Jasmin hast du hier in der Wohnung rumgedreht. Hier ist noch nicht ein Cent angekommen. Eine ähnliche Geschichte ereignete sich kurze Zeit darauf. In diesem Fall startete Gurkensohn einen Spenden-Livestream, dessen Einnahmen einem seiner Fans mit körperlichen Einschränkungen zugutekommen sollten. Dieses Geld soll er jedoch nie an seinen Fan weitergegeben, sondern laut einigen Quellen selbst eingesteckt haben. Zwar dementierte Gurkensohn stets alle Anschuldigungen, als die Skandale jedoch ans Tageslicht kamen, verschwand er komplett von der Bildfläche und hat seitdem keinen neuen Content mehr hochgeladen. Hä, das ist doch falsch. Das ist überhaupt nicht wahr, was die da sagen, oder? Diese Geschichte mit dem Dodo, das war doch schon lange davor. Diese Geschichte mit dem Dodo und dem Stream und Ritters, das war ja schon ewig lang her. Und auch das mit dem Dodo, das wurde ja schon fertig gequatscht vor, keine Ahnung, dreiviertel Jahr, bevor das hier war, weißt du? Und dann hat mir das doch geklärt, die haben sich dann ausgesprochen, Dodo hat einen eigenen Kanal gemacht und so weiter. Das ist ja kompletter Schwachsinn. Man weiß einfach nicht, warum der bis heute aufgehört hat, so. Vielleicht private Probleme, vielleicht mit seinem Manager gab es da doch irgendwie so Geschichten, die Person, die ihn immer gefilmt hat und sowas, die da halt auch so organisationstechnisch hintenrum, glaube ich, sehr viel gemacht hat. Das ist doch Schwachsinn. Da muss ich auch sagen, also da war die Geschichte, glaube ich, dass angeblich, also wir reden hier, man denkt jetzt vielleicht, okay, gut, er zieht von einem Zuschauer, der in gewissen Bereichen eingeschränkt ist, Geld ab. Dann denkt man sich, okay, gut, wie viel Geld wird er da abziehen, dass sich das Ganze lohnt? Keine Ahnung, ein paar tausend Euro, aber das waren irgendwie 400 Euro oder so, die er da unterschlagen haben soll. Was, wenn er das wirklich gemacht hat, um unterschlagen, vielleicht selber einzuschicken, frage ich mich, wie dumm kann man sein? Also, dass man 400 Euro, das ist doch einfach, das ist ja nicht, also, das ist doch, also, what the fuck, Alter? Weißt du, wenn wir da von 50.000 Euro oder so reden würden, wo man sagt, okay, gut, das ist wirklich eine hohe Summe, wo jetzt, ey, okay, voll krank und so weiter und so fort, aber 500 Euro, dafür dann seinen Ruf so aufs Spiel zu stellen und alles, das ist ja noch dümmer, also per se ist das schon dumm, wenn man das macht, aber das ist ja noch dümmer dann. Von der Bildfläche und hat seitdem keinen neuen Content mehr hochgeladen. Auf der Nummer 6 kommen wir zu dem Mitglied eines extrem erfolgreichen YouTube-Kanals, dessen Aktion zwar nicht gleich seine komplette Karriere zerstörte, ihr jedoch zwischenzeitlich sehr großen Schaden zufügte. Die Rede ist von Gewitter im Kopf, beziehungsweise einem der beiden Protagonisten, nämlich Tim Lehmann. Für viele war der Kanal von ihm und seinem besten Freund Jan, der übrigens das Tourette-Syndrom hat, das perfekte Beispiel dafür, wie man mit inklusivem Content nicht nur Millionen von Menschen erreicht, sondern auch ein extrem sympathisches und angenehmes Image aufbaut. Dieses Image drohte im März 2021 jedoch zu bröckeln. Ja, die Aktion, da erinnere ich mich noch, was war da? Haben die nicht irgendwie versucht, den Tod von seinem Opa, von Jans Opa zu vermarkten, von seinem Opa zu vermarkten. Ich glaube, so war das. Also es war eine Sache, die einen sehr faden Beigeschmack hatte. So verschiedene, irgendwas mit einer App war, glaube ich, auch noch. Also da waren einige Sachen, wo ich mir auch gedacht habe, also Bruder, wie
wie kann man, also warum macht man sowas? Damals nahm Lehmann nämlich über Nacht alle Beiträge auf den Social-Media-Kanälen von sich und gewinnt. Ach ja, genau, stimmt. Sein Opa ist gestorben. Und was machen die? Die nehmen alle, die machen zu zweiten YouTube-Kanal und sowas, nehmen alle Beiträge offline und so weiter und so fort. Das Einzige, was noch drin steht, ist ein Posting mit Du fehlst mir. Und man denkt, alle Zuschauer denken natürlich, oh mein Gott, Jan ist gestorben, Jan ist gestorben, Jan ist gestorben. Kein Statement, kein gar nichts. Nur, ja, der Song kommt da und da raus oder da und da. Und dann kam halt ein Song raus mit Du fehlst mir wegen seinem Opa und so weiter und so fort. Wo du auch denkst, Alter, die Leute machen sich Sorgen, wie nochmal was, warum macht man sowas? Warum macht man so einen Marketing-Move für so einen Song, Alter? Da im Kopf offline. Kurz darauf postete er dann den Link zu einem Video, in dem er unter Tränen über das Ableben seines Großvaters spricht. Es tut mir natürlich furchtbar leid für ihn, ne, mit seinem Großvater. Ich habe auch schon, bin ohne Opas groß geworden und meine beiden Omas habe ich dann beide innerhalb von einem Monat gestorben, vor ein paar Jahren. Ist alles andere als schön. Aber die Aktion, also halt auch, das ist ganz losgelöst. Man kann trotzdem, auch wenn einem was leid tut, kann eine andere Sache trotzdem scheiße sein für die ganzen Zuschauer, weißt du? Brach. Um seinen verstorbenen Opa zu würdigen, kündigte er darüber hinaus einen Song namens Du fehlst an, der kurz danach online gestellt wurde. Dieser Song wurde von vielen jedoch extrem negativ aufgenommen. Die Gründe dafür waren vielfältig. Zum einen war vor das Video viel Werbung geschaltet, zum anderen wurde es an einem Donnerstag um 23.59 Uhr veröffentlicht, was allgemein als beste Release-Zeit bekannt ist, um möglichst hoch in den Charts einzusteigen. Beides sorgte dafür, dass sich Lehmann Vorwürfe gefallen lassen musste, dass er den Tod seines Großvaters nur für Promo-Zwecke benutzt. Ja, die haben irgendwie alles, also wirklich alles Mögliche gemacht, um irgendwie da auf den Song zu promoten, keine Ahnung, TikTok, Insta-Stories und so weiter und so fort. Es kam jedoch sogar noch schlimmer. Kurz nach dem Song-Release entfernte Lehmann wohl einige negative Kommentare unter dem Video und manche Fans stellten sogar in Frage, ob es den besagten Großvater überhaupt je gegeben hat. Zwar sind diese Behauptungen bis heute nicht nachgewiesen, insgesamt hat die Aktion jedoch dafür gesorgt, dass der Kanal Gewitter im Kopf innerhalb kürzester Zeit 20.000 Abonnenten verlor und auch heute kaum noch an den Erfolg von früher anknüpfen kann. Als nächste ziemlich dumme Aktion. Ich glaube, die Leute machen das gar nicht mit einer bösen Absicht, um ehrlich zu sein, sondern ich glaube, man hat eine Idee, man will irgendwas umsetzen, man verliert ein bisschen die Verhältnismäßigkeit, wie was angebracht ist und was nicht angebracht ist und schlägt in manchen Sachen ein bisschen über die Stränge, weil man denkt als YouTuber ziemlich viel so in Zahlen und halt aus einer ganz, ganz anderen Sicht als Zuschauer denken und dann kann es auch sein, dass so ein Fehler dann, so ein dummer Fehler passiert, wisst ihr? Der aber vielleicht gar nicht so böse gemeint ist, wie man im ersten Moment denkt, aber es ist trotzdem Schwachsinn. Das reisen wir in die USA und zeigen euch einen der erfolgreichsten Fortnite-Spieler aller Zeiten, der aufgrund eines dummen Fehlers alles verlor. Es geht dabei um einen Mann namens Jarvis K. Ein Mann. Der von seinen Fans einfach nur Jarvis genannt wird. Jarvis war einer der ersten YouTuber, die das Potenzial von Fortnite erkannten und baute sich bis zum November 2019 eine gigantische Fanbase auf, indem er Videos von sich beim Fortnite-Zocken hochlud. Brutal. Diese Erfolgsstory kam jedoch zu einem abrupten Ende. In einem seiner Videos zeigte er seinen über 3 Millionen Followern nämlich, wie sie einen konkreten Cheat anwenden können, um sich so einen Vorteil im Spiel zu verschaffen. Dieser Cheat verstieß allerdings gegen die Community-Richtlinien von Epic Games, also der Firma hinter Fortnite. Ohne Vorwarnung wurde Jarvis dann von sämtlichen Fortnite-Plattformen gesperrt, was für ihn gravierende Folgen hatte. Über Nacht wurde ihm so nämlich seine komplette Content-Grundlage entzogen und er hatte keine Inhalte mehr, über die er Videos drehen konnte. Dadurch verlor er nicht nur zahlreiche Follower, sondern auch sehr hohe Einnahmen. Als kurz darauf außerdem alle Versuche gegen den Bann vorzugehen scheiterten, war Jarvis klar, dass er etwas Neues ausprobieren muss. Er versuchte sich dementsprechend an Prank-Videos, verlor jedoch auch hier seine Glaubwürdigkeit, nachdem herauskam, dass viele Videos gefaked waren. Schau mal, warum ist das so schwierig? Warum? Am Ende gewinnt die Wahrheit immer. Warum ist das so schwierig? Warum müssen YouTuber auf Krampf versuchen, immer alles fake zu machen? Insgesamt ist Jarvis also ein gutes Beispiel dafür, wie man aufgrund eines Fehlers alles verlieren kann. Es ist jetzt halt auch nicht der allerschlimmste Fehler, sowas zu sagen, so, wo halt so ein Ding ist, aber ein bisschen dumm schon, weil gerade mit so vielen Abonnenten solltest du dir dessen bewusst sein, was du zu verlieren hast. Aber wenn der
3 Millionen Abos hatte oder sowas, als er das von Bitter schon gut abgecasht haben, schätze ich mal. Als nächstes kommen wir zu einem YouTuber, der momentan mit einem echten Skandal die gesamte Unterhaltungsindustrie der USA in Atem hält. Und zwar Aaron Hall, den viele unter dem Namen Sunhead Kid kennen. Sunhead Kid wurde in den letzten Monaten schlagartig berühmt, indem er immer wieder in den Videos von dem berühmten amerikanischen Vlogger Danny Duncan auftauchte. Bis vor kurzem waren Duncan und Sunhead Kid gute Freunde, die in ihren gemeinsamen Videos alle möglichen Arten von Faxen machten und zusammen ihre Fans begeisterten. Vor einiger Zeit trennte sich Sunhead Kid jedoch von Duncan und trat damit einen riesigen Skandal los. Ja, warum? Was ist da denn so schlimm? In einem Statement-Video vom 2.12.2021 behauptete Sunhead Kid nämlich, dass er sich von Danny Duncan nicht nur getrennt hätte, um jetzt sein eigenes Ding zu machen, sondern vor allem, weil Duncan ihm schlimme Dinge angetan haben soll. Direkt nach der Veröffentlichung des Videos entbrannte dann ein gigantischer Shitstorm über Duncan und er verschwand für einige Tage von der Bildfläche. Bis zum 8. Dezember. An diesem Tag veröffentlichte Danny Duncan reacts to the truth about Danny Duncan. Nämlich eine Gegendarstellung, in der er sämtliche Vorwürfe von Sunhead Kid entkräftete. Er zeigte in seinem Video unter anderem eine Audioaufnahme, die bewies, dass Sunhead Kid schon vor Monaten in einem privaten Gespräch mit Duncan angekündigt hatte, dass er Drama und Beef mit YouTubern starten wolle, um seine Reichweite zu erhöhen. I think I'm good at like starting drama. That's when I focus on starting drama. I think I like doing drama. Somit entlarvte Danny Duncan viele der Aussagen von Sunhead Kid als dreiste Lügen und stellte seinen Ruf innerhalb eines Videos wieder her und zerstörte gleichzeitig die Glaubwürdigkeit von Sunhead. Digga, wie... Okay, gut, du bist einfach nur selber schuld. Und wieder, was kann ich sagen? Warum zum Fick muss man immer versuchen, die Abkürzung zu nehmen und einfach lügen, um schnell an Erfolg zu kommen. Und dann noch anderen Leuten schaden und irgendwas, was... Imagine, der hätte das jetzt nicht aufgezeichnet, Alter. Das ist so... Du kannst so dumm dargestellt werden. Kid. Dieser hat sich zwar noch nicht zu der Gegendarstellung geäußert, es bleibt jedoch spannend, wie sich dieser Streit in Zukunft entwickeln wird. Auf der Nummer 3 kommen wir zu einem Video, das schon vor über 5 Jahren erschienen ist, jedoch bis heute in der YouTube-Welt diskutiert wird und harte Konsequenzen für zwei YouTube-Pioniere hatte. Es geht dabei um Benny und Raffi Fine, die seit 2007 erfolgreich Videos hochladen und mittlerweile über 20 Millionen Abonnenten haben. Ihr Erfolgsrezept ist dabei extrem simpel. Und zwar gehörten sie zu den ersten, die Reaction-Videos hochluden. Allerdings reagierten sie nicht selbst auf andere Clips, sondern setzten andere Leute vor die Kamera. Mit der Zeit wuchs ihr Kanal mit dem Namen React dann rasant an und Formate wie Erwachsene reagieren auf Rap-Videos gingen um die Welt. 2016 luden sie jedoch ein Video hoch, das ihnen bis heute extrem schadet. In diesem Video kündigten sie nämlich an, das Wort React markenrechtlich schützen zu lassen, was zur Folge haben würde, dass andere YouTuber nur noch Reaction-Videos machen dürfen, wenn sie einen Teil der Einnahmen den Fine Brothers überlassen. Der Shitstorm, der daraus hervorging, war so groß, dass die Feinbrüder schnell zu den unbeliebtesten YouTubern der Welt wurden, da viele es für einen Skandal hielten, dass sich zwei Brüder an den Einnahmen von Millionen von Content-Creatern bereichern wollten. Okay, gut, also das ist schon echt ein dreister Move. Digga, ich lass mir das Wort React sichern auf YouTube. Ich lass mir das Wort Kalorien sichern. Jeder, der das Wort Kalorien in einem Titel, der muss einem Milch-Cola drücken. Allein so ein Vibe, so Leute will man auf YouTube gar nicht haben. Das hat, diese Einstellung hat auf YouTube nichts zu suchen auf der Plattform. Letzten Endes nahmen die Brüder das Patent zwar zurück, bis heute haben sie jedoch bei vielen Fans und YouTubern einen extrem schlechten Ruf. Verständlich, kann ich verstehen. Das ist echt, das ist wirklich dumm. Nummer 2 konnten wir leider nicht zeigen. Ah, okay. Der Nummer 1 kommen wir nun, wie versprochen, zu einem YouTuber, der lange Zeit für seine Videos gefeiert wurde, in denen er die Skandale von anderen YouTubern aufdeckte und die ihm bei vielen Fans einen sehr guten Ruf verschafft haben. Die Rede ist von niemand Geringerem als KuchenTV.
Seit einigen Wochen hat sich das Blatt jedoch komplett gewendet und KuchenTV ist nicht nur Empfänger eines riesigen Shitstorms geworden, sondern muss sich auch mit Vorwürfen auseinandersetzen, die extrem schwer wiegen und nach wie vor nicht aus der Welt geräumt sind. Bei KuchenTV muss man wirklich sagen, das ist eigentlich schon ein Hollywood-Blockbuster mit KuchenTV. Also bei KuchenTV ist die reine Ironie die, dass er selber die ganze Zeit immer Leute kritisiert hat und so weiter und so fort. Sein Content besteht auch darin. Er ist ja Meinungsblogger und ich habe seine Videos auch echt gerne geschaut oder schaue seine Videos eigentlich auch gerne. Und gerade so jemand wie er, der immer mit dem Finger auf andere zeigt und sagt, was die falsch machen und eigentlich auch jetzt nicht so wirkt, als wäre er so dumm, bringt den dümmsten Move, den du eigentlich machen kannst. Wo er gedacht hat, er ist clever und bringt einen geilen Move und trickst andere aus, aber im Endeffekt hat er wirklich sich selber komplett zerschossen. Muss man einfach so sagen. Schauen wir uns mal seinen Kanal an, wie der aktuell läuft. Ja, krass, die Klicks sind auch runtergegangen. Also er hatte wirklich immer super, super stabile Views. Er hatte dieses Jahr auch, kann man wirklich sagen, einen Hype und es ging richtig, richtig ab nochmal bei ihm. Ich glaube, er hat 200.000 Abonnenten, er hat 300.000 Abonnenten gemacht dieses Jahr oder so. Fett gewachsen. Dann kam halt ein Video. Schauen wir mal ganz kurz rein, wie sind jetzt so hier die Dislikes. Er hat halt immer noch kranke Dislikes. 2000 Dislikes, 9500 Daumen nach oben. Okay, Digga, krass. Also er hat sich wirklich gut was zerschossen damit. Vor einiger Zeit sagte KuchenTV, der im echten Leben Tim Held heißt, dass er vor einigen Jahren seiner Frau und heutigen Mutter seines Kindes körperlich wehgetan hatte. Zwar sagte seine Frau mittlerweile, dass sie den Vorfall einfach nur vergessen will und Tim Held deshalb nicht mit juristischen Konsequenzen drohen will, bis heute ist jedoch nicht ganz aufgeklärt, was damals tatsächlich geschah. Der Skandal beginnt hier allerdings erst. Vor einigen... Also läuft fest, das ist wirklich, also für alle, die das noch nicht mitbekommen, was da abging, das ist wirklich einfach nur brutal. In Tagen veröffentlichte KuchenTV nämlich ein Video, in dem er behauptet, dass das Video, in dem er seine schlimme Tat zugab, nur inszeniert war, um seinen Hatern eins auszuwischen. Dieses Video sorgte jedoch für weitere Irritation. Seitdem muss sich KuchenTV nämlich mit dem Vorwurf auseinandersetzen, er würde sensible Themen wie Taten gegen Frauen nutzen, um selbst seine Reichweite zu steigern. Da außerdem nach wie vor der Vorwurf der Körperverletzung nicht aus der Welt geräumt ist, kann das Ganze laut einigen Experten nach wie vor juristische Konsequenzen für Held haben. Die ganze Sache ist also extrem kompliziert, zeigt aber vor allem, wie man als YouTuber innerhalb kürzester Zeit sein komplettes Image ruinieren kann. Und das war's auch schon mit unserem Video. Stellt euch mal vor, damals stand im Raum, du hast deine Freundin geschlagen bei einem Streit. Dann sagt die Freundin, ey, du hast mich geschlagen. Sie zeigt irgendwelche Sachen, wo sie angeblich geschlagen wurde und so weiter und so fort. Macht einen Livestream, weint und so weiter und so fort. Dann kommst du mit der wieder zusammen etc. Du sagst, du hast sie nicht geschlagen. Dann bleibt so im Raum, okay gut, hat er sie geschlagen, hat er sie nicht geschlagen und so weiter und so fort. So. Jahre später hat KuchenTV Beef mit ABK und viele Hater von ihm schreiben halt bla, immer noch dieses Frauenschläger-Thema. Und er wollte... Sein Grundgedanke war so unreverse-geartet. Er wollte was Smartes spielen. Er wollte das Video hochladen, weinen. Er hat künstlich geheult und so, aber sehr, sehr gut. Und dann gesagt, ja, er hat sie geschlagen und bla, bla, bla und so weiter und so fort. Damit seine ganzen Hater darauf reagieren und er dann sagen kann, schaut her, ihr habt alle drauf reagiert und euch drauf aufgegeilt und so weiter und so fort. Das war das, was ihr sehen wolltet. Es war aber nur gespielt. Das Ding war, der ganze Schuss ging komplett nach hinten los. Die Leute fanden das richtig unter aller Sau, dass er das halt nur gemacht hat und das so ein Thema ausnutzt, um irgendwie anderen Leuten damit das reinzudrücken. Und so Gewalt gegen Frauen komplett damit verharmlost etc. Zumal ja immer noch im Raum steht, das müsst ihr euch mal überlegen. Seine Freundin sagt jetzt aktuell nicht, nee, er hat mich nicht geschlagen, die bleibt immer noch dabei, er hat sie geschlagen. Die hat das noch nicht dementiert und so weiter und so fort. Und selbst wenn, das bleibt immer noch im Raum stehen. Jetzt überlegt mal, hätte er sie nicht geschlagen, dann hätte sie doch schon längst das irgendwie gesagt. Also, worauf sind die sich denn da? Das steht immer noch, Digga, dann gib das doch einfach zu, dass du sie geschlagen hast und was. Also, wenn das. Jetzt stehen, eine von beiden Sachen muss ja wahr sein. Entweder er ist mit einer Frau zusammen, aber mit der Kinder, die eine Lügnerin ist und öffentlich behauptet, dass ihr Mann, also immer noch behauptet, wenn sie das nicht revidiert und so weiter und das gerade stellt, dann behauptet sie es ja immer noch eigentlich, behauptet, dass ihr Mann sie geschlagen hat und sie ist immer noch mit dem zusammen und so weiter und lässt das immer noch so in der Öffentlichkeit stehen. Oder, was noch viel kranker wäre, KuchenTV hat seine Freundin oder Frau, ich weiß nicht, ob die verheiratet sind, Freundin, glaube ich, damals wirklich geschlagen. Und gibt's aber nicht zu und stellt seine eigene Freundin auch noch immer als eine Lügnerin dar und nutzt das Thema noch on top aus, um seinen Hatern was reinzudrücken. Dann
bist du menschlich einfach nur komplett krank in deinem Kopf. Dann bist du wirklich nur krank. Aber ich sag's euch, wie es ist. Es ist eine Schmutzaktion und er bekommt dafür schon eine Strafe auf Social Media. Und ich glaube, das hat er auch gecheckt und er weiß selber auch, dass er sich damit seine Karriere so erstmal für die nächsten 1 bis 2 Jahre verkackt hat. Aber das Thema zwischen den beiden, das weiß niemand, wisst ihr? Und das müssen die unter sich ausmachen. Also man kann da nur mutmaßen. Wisst ihr, das ist auch nicht mein Bier, das ist seine. Sie muss wissen, mit wem sie zusammenlebt. Er muss wissen, mit wem er zusammenlebt, wer mit dem anderen Kinder haben möchte. Ich finde es einfach nur krank, warum man das nicht einfach endlich mal aus dem Ding, wisst ihr, dass man das endlich mal nicht beiseite legt. Das müsst ihr euch mal überlegen. Das ist so krank, Alter. Du haust deiner Freundin eine rein oder was auch immer, es eskaliert und Jahre später nutzt du das auch noch aus. Also du hast weder die Eier, das zuzugeben oder wie krank wäre das, du hast das gemacht. Gibst es dann, schämst dich dann in einem Video dafür, aber spielst das nur, wobei du weißt, du bist eigentlich wirklich der Schuldige. Wenn das rauskommt, dann ist KuchenTV für mich auf YouTube der größte Schmutz und hat sich ab sofort wirklich einfach nur komplett, also das ist dann wirklich menschlich das Krankeste, also wirklich. Mal gucken, keine Ahnung, aber wir wissen es nicht. Bis dahin, also das sind nur Vermutungen, ne? Und wie gesagt, im Endeffekt muss das seine Freundin für sich entscheiden. Es ist ihr Körper und die muss damit leben, dass sie bis jetzt als Lügnerin dargestellt wird. Also eigentlich stehen beide als Lügnerin da, aber sie wird halt auch als Lügnerin dargestellt von dem eigenen Mann. So was, wie läuft das bei den Arbeitern mit der Kommunikation so? Könnte doch nicht Sophia, also öffentlich das nicht gerade stehen lassen und einfach Sophia, meine Freundin, als Lügnerin darstellen, wenn ich wüsste, ich habe ihr eine reingehauen. Das könnte doch nicht, was ist das denn für eine Liebe? Ich lasse doch nicht meine eigene Freundin, mit der ich zusammenlebe und sogar ein Kind habe, öffentlich sage ich, dass das eine Lügnerin ist. Dann muss man das irgendwie, also irgendeinen Punkt muss man doch treffen. Also entweder man hat jemanden geschlagen, man hat jemanden nicht geschlagen, aber es gibt das nicht so, ja, also ich finde, du hast mich geschlagen. Nee, ich finde, ich habe dich nicht geschlagen. Dann sagt man halt, okay, gut. Also ich finde, ich habe dich nicht geschlagen, ich habe dich zwar hart zugepackt und ich habe zwar diesen das gemacht, davon hast du den blauen Fleck bekommen. Ja, ich finde, das ist schon Schlagen, dann kann man das ja so offen kommunizieren, aber wenn das so im Raum steht, also die ganze Thematik KuchenTV verstehe ich nicht, wie ein Mensch, der eigentlich so viel Erfahrung hat auf YouTube und auch immer so zumindest scheinbar reflektiert redet, sowas dann abliefert. Keine Ahnung. Geht mir nicht einen in den Kopf.